Hallöchen. Ich habe ja gestern oder in dem letzten Video den hier gezeigt, den Laminator. Den will ich ja modifizieren, weil er so wie er jetzt ist, nicht direkt brauchbar ist für mich. Was will ich eigentlich damit machen? Papier laminieren will ich nicht. Warum brauche ich das Ding heißer? Weil ich Platinen machen möchte, also gedruckte Schaltung auf Platinmaterial. Das ist jetzt nur ein Test. Das war das erste Layout, was ich da so gemacht habe. Das passt aber nicht so. Und da er zu kalt ist, in dem Sinne, kann ich hier den Toner ganz leicht runterkratzen. Ich kann es nochmal zeigen. Der lässt sich ganz leicht runterkratzen. Das sollte nicht sein. Normalerweise ist der so fest drauf, dass er nicht runtergeht. Ich hoffe, das klappt jetzt auch, weil ich muss ja erstmal eine Platine fertig machen, um die Modifikation hier drauf zu machen, damit ich dann auch richtig schön reinmachen, also reinbrennen, na, reinbrennen nicht, aber richtig drauf kriege. Das ist, nennt sich die Toner-Direkt-Methode. Es gibt noch andere Methoden, da gibt es ja jetzt noch mit, na, sag schnell, photosensitiven Beschichtungen. Da ist eine Beschichtung drauf. Die ist dann für UV-Licht sensitiv, die härtet dann da aus und den Rest kann man wegwaschen. Muss man aber dann auf Folie drucken und dann mit UV-Licht belichten und dann noch entwickeln und dann ätzen. Und da gibt es dann auch die Beschichtung, man kann die Platinen fertig beschichtet kaufen. Die Beschichtung gibt es auch als Spray, gibt es von Kontakt LR, das Fotoresist. Kostet aber allerdings die Buddel zum Sprühen mit 250 Milliliter, was hatte ich gesehen, so an die 20 Euro. Dann gibt es auch noch den 3-Film, oder wie sich das nennt. Das ist dann so eine Folie. Die kann man dann da drauf, in dem Sinne, bügeln und dann mit UV-Licht aushärten. Dann kann man auch CNC fräsen und und. Und ich wollte die Direkttoner-Methode machen. Ich habe davon gehört. Und zwar so war Anfang 2015. Da hatte ich auch alle Sachen da, um das mal zu machen. Aber Mitte 2015 hatte ich dann den Wohnungsbrand und da war alles weg. Ja, konnte ich da nicht tun. Deswegen habe ich mir den Laserdrucker besorgt. Und jetzt einen Laminator, damit ich das machen kann. Man kann es auch mit einem Bügeleisen machen, aber ich wollte jetzt nicht ein Bügeleisen kaufen. Das wäre mir ein bisschen zu blöd. Mit einem Laminator geht es ja auch. Und ich habe die Schaltung, die ich jetzt nachher hier reinsetzen will, hier schon mal fertig gedruckt. Auf diesen vom Reichelt-Katalog. Ganz normalen Reichelt-Katalog, das Papier, das soll sehr gut funktionieren. Ich habe jetzt hier versucht, so viel Toner wie möglich drauf zu kriegen. Ich hoffe, das passt so. Ich brauche jetzt auch nicht beim Drucken irgendwie gucken, dass ich das spiegel oder invertiere oder sonst irgendwie. Weil ich so gesehen, wenn das die Platinenoberseite ist, ist das die Platinenunterseite. Und ich mach die Platinen, also ich bin auf der Oberseite, mach die ganze Schaltung und hinten ist dann das Kupfer drauf. Da brauche ich nicht spiegeln. Wenn ich jetzt beidseitig mache, dann muss ich natürlich aufpassen, wie ich das mache. Aber so in dem Dreh kann ich das machen. Also mit meinem Programm ist das so ganz gut. Ich zeige dann auch noch das Ätzen und den ganzen Kram. Ich werde jetzt erstmal gleich die Platine reinigen, zurechtsägen, weil das passt da von der Größe her gut so drauf. Kann ich dann so gleich drauf machen und dann werde ich das durch den Laminator jagen und dann werde ich euch mit zeigen. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. So, nun nehme ich hier zum Reinigen der Platine, weil ich muss sie ja noch reinigen. Nicht unbedingt jetzt das Schleifpapier oder irgendwas. Das geht auch mit Aceton. Ich versuche es mal zu zeigen hier, Aceton. Damit geht auch der Ton ja wunderbar runter.
wie man sieht oder nicht sieht, da. Nun sieht man es. Sollte man sehr gewissenhaft machen, weil da muss alles runter an Dreck, an Staub, an Fingerabdrücken, sonst hält der Toner da nicht drauf. So. Das wollte ich noch mal zeigen. Man muss nicht unbedingt anschleifen. Ich weiß nicht, ob Anschleifen nachher vielleicht doch besser geht. Werden wir ja sehen. Ich habe so viel Ätzmittel da, ich kann damit, ich weiß nicht, wie viel Platinen ätzen. Das zeige ich aber später. So, dann habe ich die Platine gereinigt. Jetzt werde ich noch den Schallplan soweit ausschneiden. Das sollte man auch nicht drauf touchen. Ist auch nicht so schön. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich denn soweit bin. So, dann können wir uns schon mal den Laminator anhauen. Mache ich jetzt einmal auf On und auf 125, also dicke Folie, dass er richtig schön heiß wird. Lasse ich jetzt schon mal laufen. Dann habe ich hier die Platine und das Layout. Das wird da jetzt nicht drauf positioniert. Ich mache das jetzt erstmal so. Gucken. Passt. Knicken wir das ein bisschen um. Legt den erstmal beiseite und warte, bis der warm ist. Lasse ich jetzt hier mal laufen und mache das im Schnelldurchgang, bis der heiß ist. So, da sind wir wieder zurück. Jetzt ist er auf grün gegangen. Das waren ungefähr 3,5 Minuten. Dann nehme ich mir nochmal die Platine wieder und schiebe sie dann einmal hinten rein. Dann sollte sie auch vorne wieder rauskommen. Da ist sie schon. Und das Ganze nochmal. Noch klebt es nicht richtig dran. Jetzt klebt es schon. Dann mache ich sie mir einmal so rum. Man muss jetzt etliche Male dahin durch. Ich weiß nicht, wie oft ich das mache. Ich mache das jetzt ein ganzes, so gesehen ganz oft. Und da liegt auch das Problem, es ist eigentlich viel zu schnell. Ich wollte es ja eigentlich langsamer haben. Aber mit dem Motor muss ich mir mal überlegen, wie ich das hinkriege. Das hat ja erstmal Zeit. Die wird auch schon richtig schön heiß.
So, und ich glaube, das sollte jetzt reichen. So, schalten wir den jetzt wieder aus. Eventuell muss ich mal gucken, ob ich noch mal einen kleinen Lüfter oder was finde, der den ein bisschen kühlt im Nachhinein. Ich weiß gar nicht, wie oft oder wie lange der laufen darf. Sollte nur nicht zu lange laufen. Gut, das muss ich jetzt im Waschbecken das Papier ablösen. Das kann ich jetzt nicht so runterziehen. Es gibt Papiersorten, da kann man es dann so runterziehen. Aber ich werde das jetzt im Wasser einweichen und dann werde ich gleich wiederkommen, wenn es soweit runter ist. So, nun habe ich das soweit fertig. Ich versuche mal noch weiter drauf zu zoomen. So sieht das jetzt aus. Ja, da sind noch Papierfusseln drauf, aber die sollten nichts ausmachen auf dem Toner selber. Sie sollten aber überall da raus sein, wo sie raus sein müssen, aus den Löchern zwischen den Leiterbahnen. Das gibt sonst Kurzschlüsse. Nun habe ich hier aber noch was, das brauche ich so nicht. So, dazu kann man eine Sache machen. Das ist das liegt am Footprint von dem Bauteil, was er da gemacht hat. Und zwar vom Arduino Nano, der ist hier, da habe ich einen direkten Footprint und ich habe hier ein Edding, ein Permanentmaker 404. Und das male ich jetzt einfach mal über, weil da braucht man mir das nicht wegätzen. Den ISP-Anschluss, den brauche ich so nicht. So kann man dann auch kleine Fehler beseitigen. Das funktioniert. Man kann auch Leiterbahnen malen. Man kann auch eine Platine malen. Das geht auch mit dem Edding. Genauso wie hier. Diese Löcher hier, die er hier angemalt hat, ist irgendwie was zum Befestigen. Das passt auch nicht. Die brauche ich auch nicht. Die male ich mir dann auch zu. Hier genauso. Die Löcher, die kann ich auch wegmachen. Mal so. So, dann könnt ihr mich auch ein bisschen besser hören. Habe ich das Mikrofon ein bisschen weiter runter geholt. Machen wir die Löcher nämlich auch weg. Wenn jetzt eine Leiterbahn unterbrochen wäre, könnte ich die mit dem Edding auch noch ein bisschen korrigieren. Aber ich brauche die Sachen brauche ich hier nicht. So. Dann gucken wir uns das nochmal an. Hier würde das Relais sitzen mit den 230 Volt. Deswegen habe ich hier die Massefläche nicht reingemacht. Und viel Platz zwischen gelassen. Der Rest ist so normal. Man sieht schon hier, da ist Massefläche verbunden, da ist Massefläche verbunden, da ist eine Massefläche verbunden. Hier kommt ein SMD-Widerstand drauf. Hier kommt ein SMD-Widerstand hin. Und hier unten genauso. Und so habe ich mir das gemacht. Das werden wir jetzt ätzen. Zum Ätzen benutze ich aber nicht das, was ihr jetzt vielleicht gedacht habt, was ich benutzen werde. Zum Ätzen. Es gibt verschiedene Ätzmittel. Das populärste, was ich soweit kenne, was viele benutzen, ist Eisen-3-Chlorid. Und ich benutze es nicht. Ich mag dieses Zeug absolut nicht. Dieses Eisen-3-Chlorid. Es ist ein Sauzeug, ganz ehrlich. Ein Spritzer irgendwo hin und es färbt dir alles weg.
Es ist auch nicht so wirklich besonders gut für die Umwelt, wenn es im Abwasser oder was kommt, das kriegen die Klärwerke auch nicht raus. Jetzt will ich nicht sagen, das, was ich jetzt benutze, ist viel besser und das ist schöner. Es ist jedenfalls nicht so schlimm. Und zwar ist das Natriumpersulfat. Das, wenn das ins Abwasser kommt, das kann man noch reinigen, ist zwar nicht schön, sollte nicht passieren. Natürlich müssen verbrauchte Lösungen extra entsorgt werden, ist klar. Aber beim Eisen-3-Chlorid, ich muss die Platine nachher ja abspülen mit klarem Wasser, damit der Ätzprozess unterbrochen wird. Und selbst dieses Spülwasser vom Eisen-3-Chlorid muss normalerweise extra entsorgt werden. Damals, wo ich meine Ausbildung gemacht habe zum Industrieelektroniker, hatten wir auch eine Ätzanlage. Da haben wir auch Platinen geätzt. Da haben sie Eisen-3-Chlorid benutzt. Und da gab es drei Abspülbecken mit ganz wenig Wasser, dass das nur wirklich so wenig wie möglich Wasser gespült und damit gespült wird. Und das ging noch in einen speziellen Sandfilter und in drei weitere Filter, bevor das in das Abwasser durfte. Also Leute, sagt nicht, wenn ihr Eisen-3-Chlorid benutzt, das Wasser, was ihr zum Abspülen nehmt, ab in die Dings, das müsstet ihr theoretisch auch sammeln und extra entsorgen. Das ist bei dem hier nicht der Fall. Das, was verbraucht ist, wo das ganze Kupfer drin gelöst ist, das ist jetzt ein Pulver, das wird aufgelöst in Wasser. Das muss extra entsorgt werden, aber das Abspülwasser in dem Sinne, das kann in den Ausguss. Ist nicht so schön, ich weiß, aber es gibt ja auch noch Salzsäure und was auch immer, womit man alles ätzen kann. Ich mache das jetzt fertig. Das sind jetzt hier 600 Gramm. Das reicht für 3 Liter Lösung. Und hier steht schon drauf, 200 bis 250 Gramm auf 1 Liter Wasser. Ich brauche aber nur einen halben Liter, also nehme ich ungefähr 175 Gramm davon. Das ist so ein Salz, ist das. Und das werde ich jetzt mal gleich vorbereiten und dann werden wir die Platine mal ätzen. So, ich habe mir jetzt hier ein Becherchen genommen. Das ist von meiner Fotoausrüstung, womit ich meine Fotosachen, Fotografie, sage ich schon, entwickle. Das ist ja säurefest. Da haben wir hier die Platine. Packen wir die da mal so rein. Da habe ich mir hier schon 500 Milliliter fertig gemacht. Normalerweise sollte das jetzt noch auf 40, 5 bis 45 Grad erwärmt werden. Dann geht das schneller, aber da verzichte ich jetzt drauf. Und dann werden wir das jetzt mal ätzen. Es sieht auch schon so aus, als wenn er ein bisschen anfängt. Ja. Das wird jetzt eine ganze Weile dauern. Wir schauen mal. Gut, ich unterbreche mal das Video und dann sehen wir uns nachher wieder, wenn er so fast fertig ist. So Leute, es fängt schon an. Ich hoffe, man kann es erkennen. Am Rand hier wegzugehen. Das ist das Schöne dabei. Auf der Rückseite ist er auch schon fast weg. Da ist nur noch so ein kleiner Punkt, da war vorhin ein bisschen Luft unter. Bisschen brauche ich es noch. Ich lasse das mal laufen. Nebenbei rauche ich noch meine Zigarette. Ihr könnt ja den Teil skippen, wenn ihr wollt. Aber das sieht schon relativ gut aus.
muss man doch vom Dachboden meine Dings holen. Die Entwicklerschalen für die Papierentwicklung. Das ist ein bisschen einfacher. Muss man nur noch hier hinten den Spot ein bisschen wegkriegen. Aber das sollte kein Problem sein. Und da muss ich mal gucken, dass ich mir doch noch mal die Zangen oder was besorge. Ich habe noch Kunststoffzangen. Ganze Fotolaborzeug, das habe ich auf dem Dachboden. Das wird schon langsam. Wie sieht es die andere Seite aus? Na, ist schon fast. Ist schon endlich durch. Der Spot geht jetzt auch weg. Gleich sind wir soweit. Ich muss jetzt mal gucken, wo habe ich den Handschuh gelassen? Keine Ahnung, mal kriegen wir anders hin. Ganz kleine Partikelchen sind noch drauf. Gleich ist es soweit. Ich habe leider keine einseitigen Beschichteten, ich habe nur zweiseitig, also muss ich gucken, dass ich das hinkriege. So, die sieht gut aus. Muss ich halt die Pinzette nehmen, das ist nicht so schön. Passt die jetzt da so rein? Nee. Ja, passt so rein. Gut. Einmal das Zeug wieder zurück in die Flasche. Das kann man wieder benutzen, also wiederverwenden. Das ist das Gute dabei. Und es färbt sich blau. Das ist das gelöste Kupfer da drinne. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, weil das halt eine braune Flasche ist. Allerdings. So. Das sollte passen. Raus damit. So. Na, komm mal her. So. Einmal hier rein zeigen. Das sieht doch schon recht gut aus. So, ich werde das jetzt nochmal mit kleinem Wasser machen und dann bin ich gleich wieder da. So, jetzt werden wir mal mit Aceton das einmal wegwischen und uns das mal anschauen. Normalerweise würde ich sie jetzt bohren. Aber das mache ich nachher, ist ja nicht das Problem. Bisschen Aceton. So.
ein paar Pickel sehe ich da schon drauf. Der Toner ist halt nicht fest genug drauf. Aber das sollte dann kein Problem sein, wenn der Dings, der Laminator ein wenig mehr Hitze kriegt. So, das sieht da schon mal richtig genial aus. Fürs erste Mal nach, ich weiß nicht, knapp 20 Jahren mal wieder in Platine ätzen, ist das eigentlich schon ein gutes Ergebnis. Jetzt nehme ich mal die Lupe und gucken wir mal die Sachen an. Ja. Hast nicht unterbrochen. Von der Rinde her. Ja, nicht super scharfe Ränder, aber es passt. Das ist okay. Also ich habe mit deutlich Schlimmerem gerechnet. Das passt so, ist okay. So, ich versuche das mal rauf zu zoomen. Vielleicht kann ich euch das auch noch mal zeigen. Ja, das geht schon, ne? Da, ihr seht schon, da sind lauter kleine Löcherchen, die leider Bahn sind. Auch soweit okay. In der Einleiterbahn ist ein ganz kleines Löchlein drin, das ist aber nicht so schlimm. Das ist nur Signal. Da läuft kein dicker Strom drüber. Aber es passt soweit. Ich hoffe, dass das Ergebnis nachher noch ein bisschen besser wird, wenn in den Masseflächen die Löcher dann verschwinden, dass wenn der Laminator ein bisschen heißer ist. Aber das sieht doch schon mal nicht verkehrt aus. Also ich habe mit deutlich Schlimmerem gerechnet. Fürs erste Mal wieder nach 20 Jahren. Auch hier hinten die Platinenabgrenzung. Muss ich mal gucken, wie ich das am besten noch mache, weil das klappt noch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Aber das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, machen wir mal die andere Seite. Da ist nichts drauf, kein nix. Aber eine Sache wollte ich noch machen, wenn es nachher gebohrt ist, und das kriege ich vielleicht sogar noch so noch hin. Nee, wird schwer. Muss ich bohren. Und zwar, ja, es wird aber nicht hinhauen. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Bestückungsdruck kann man auch mit Toner machen, wenn der wirklich richtig drauf ist. Das könnte ich mal ausprobieren hier drauf auf der anderen Seite. Dann sollte der auch nicht runtergehen. Der ist dann auch relativ kratzfest. Kann ich mal ausprobieren, aber so sieht es schon mal gut aus. Jetzt werde ich mal meinen Bohrer fertig machen. Muss mal gucken, ich habe einen 1,5 mm Bohrer, der ist glaube ich aber zu groß. Aber ich habe noch, ich glaube einen 1 mm Bohrer habe ich hier. Der will nicht raus. Was ist der? Mal gucken. Wo bist du? Du kleines dummes Ding. Du. Da.
Was haben wir denn hier? Ach, das ist auch 1,5. 1,6 sogar. Das ist zu groß. Ich meine, ich hatte noch kleinere Bohrer. Ich weiß bloß nicht, wo die hingekommen sind. Stecken sie sich hier noch? Nee. Ich meine, ich hatte noch kleinere Bohrer. Was sagt die Bohrerkiste hier? 1,5. Ich hatte doch einen 1 mm Bohrer noch. Ich glaube, ich habe im Garten, wo ich den anderen Dremel habe, den 230 Volt Dremel oder Multitool oder wie man die Dinger nennt, da müsste, glaube ich, auch ein kleinerer Bohrer drin sein. Muss ich mal zum Garten rüber und da mal gucken. So, leider muss ich euch für diesen Teil jetzt entschuldigen. Wird Teil 1 werden. Ich muss mir erstmal Bohrer besorgen. Ich weiß nicht, wo die Bohrer hin sind. Ja, dann wird es im nächsten Teil weitergehen, wenn ich die Bohrer habe und das bohren kann. Weil im Moment kann ich ja nicht weitermachen. Gut, dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Teil hier drüber.